Zwischen grünen Wiesen nähert sich der Streifenwagen auf einer schmalen Straße. Das Auto parkt vor einem hellgelben Gebäudekomplex. Hubert und Staller steigen aus. Für Trinkkur geht der stationär ins Krankenhaus. Da. Ja, so Nierensteine, das sind Verzeihpumpen. Da spürst du eine Zeit lang nichts. Das war bei meinem Opa genauso. Ach, der ist aber mit 95 gestorben. Trotzdem, das ist fix. Jetzt haben wir überhaupt nichts dabei für einen Riedel. Ihr Blick fällt auf einen Blumenkübel vor dem Eingang. Hubert rupft eine Chrysantheme samt Wurzel aus und reicht sie seinem Kollegen. Hektisch blickt Staller sich um. Dann folgt er Hubert hinein. Ich hoffe nicht, dass der Riedel 95 wird. Die ganzen Pillen da drin sowieso nicht. Das Einzige, was gegen Nierensteine hilft, ist sowieso Weißbier. Wieso Weißbier? Ja. Vor einer Pförtnerloge. Ist doch keiner da, oder was? Hallo! Suchst du Bedienung? Nein, ich suche jemanden, der mir sagt, in welchem Zimmer der Riedel ist. Boah, dieser Krankenhausgeruch, der macht mich wahnsinnig. Wieso, wenn du da erst einmal drin bist, kriegst du hier was zum Essen? Bah, das ist wie beim Zahnarzt, da wird's mir auch schon im Wartezimmer. Draußen fällt ein Körper herab. Was war das jetzt? Staller dreht sich um und schaut zum Eingang. Hubert und Staller. Mit Christian Tramitz als Franz Hubert. Dunkelblond, blaue Augen, braun gebrannt. Helmfried von Lüttichau als Johannes Staller. Dunkles Haar, große Nase, breiter Mund. Michael Brandner als Polizeirat Raimund Girwitz. Korpulent, graumeliertes Haar. Karin Thaler als Pathologin Dr. Anja Licht. Klein und blond. Klinisch tot. Staller kniet neben einem Mann im Pyjama, der rücklings auf dem Boden liegt. Hallo. Er hebt dessen Arm. Hallo. Was hat er denn? Staller legt sein Ohr an die Brust des Mannes. Herzschlag, glaube ich noch. Ja, dann ist vielleicht nicht so schlimm. So fix, gibt's denn da auch keinen Arzt oder was? Ein Mann in Weiß. Schön, dass von euch einmal wer kommt. Der Alfred Back. Ja, gesagt hat jetzt direkt nichts. Haben Sie die Maßnahmen ergriffen? Ja, aber wollten wir gerade loslegen. Bewegt haben Sie ihn hoffentlich nicht. Nein. Das ist gut. Dann übernehmen Sie bitte die Hüfte, Sie die Schultern. Staller ist aufgestanden und sieht nach oben. Eine Blonde weicht von einem Fenster zurück. Auf drei. Eins, zwei, drei. Staller entfernt sich. Franzi, was machst denn du? Da oben, da war jemand. Ja, da unten ist auch wer. Sie legen den Mann auf eine Trage. So, Griffe. Was? Im Krankenhaus läuft Staller an einem Pfleger mit Rollschrank vorbei zum Aufzug. Er drückt auf eine Taste. Draußen. Eins, zwei, drei. Der Arzt und Hubert tragen den Bewusstlosen ins Krankenhaus. Staller steht im Aufzug. Die Tür öffnet sich. Ja, Moment. Staller stößt gegen einen Rollwagen, den eine Frau hineinschiebt. Er läuft um eine Ecke. Aus der Bahn! Und drängt sich an einem Mann mit Rollator vorbei. Wenn man nicht laufen kann, dann bleibt man im Bett. In einem Krankenzimmer. Grüß Gott. Das ist ja Überraschung. War da gerade jemand? Eine Frau in Weiß? Na, schon lange nicht mehr. Staller geht. Riedel sieht zu seinem Zimmernachbarn. Der trägt einen roten Verband am Bein. Staller öffnet eine Tür. Mit aufgerissenen Augen dreht die Blonde sich zu ihm. Sie haben den aber jetzt nicht dann runtergeschmissen, oder? Was? Ja, von der ganzen Situation her wird's passen. Der stand einfach am Fenster und hat gelächelt. Ganz entspannt. Und ja, dann? Und dann hat er gesagt, ich fliege. Was? Ich fliege? Ja, ist das nicht furchtbar? Das Ganze ist so unwirklich, verstehen Sie? Ja, grausam. Aber Sie als Fachkraft, also gerade bei Sterben anlangt. Ist er tot? Nein, jetzt nicht mehr. Ich habe sofort losgelegt mit dem Wiederbeleben. Sie umarmt ihn. Hubert kommt herein. Hoppala. Die Blonde löst die Umarmung. Steh ich? Er nimmt eine Krankenakte. Christian Langer. Ist er das? Ja. Er liegt hier seit 4 Tagen. Hüftdepp. Totalendoprothese. Das ist ein künstliches Hüftgelenk. Ah. Der Herr Langer, war der vielleicht so ein bisschen sonderbar? Nein, ganz und gar nicht. Suizidgefährdet? Ganz im Gegenteil. Er erschien mir immer sehr ausgeglichen. Heiter. Hat mir immer erzählt, wie glücklich er mit seiner Freundin ist. Ja, wenn ich eine Freundin habe und eine neue Hüfte, dann springe ich da nicht aus dem Fenster. Vielleicht lag's am Essen. Das ist zwar kalorienreduzierte Kost, aber sehr lecker. Wieso kalorienreduziert? Wir müssen natürlich reagieren auf Übergewicht. Mit Halskrause und Beatmungstubus liegt Langer in einem Intensivbett. Die Ermittler stehen mit einer Dunkelblonden vor einem Sichtfenster. In ihrer Beziehung war aber alles okay.
Ja, natürlich. Wir wollen bald heiraten. Oje. Was soll das denn heißen? Ja, kurz vor der Hochzeit überlegt man sich's ja manchmal anders. Was haben Sie denn für seltsame Erfahrungen gemacht? Ja, der Kollege hat... Was hat der Kollege? Also ich würde bei Ihnen keine Sekunde überlegen. Ich frage mich trotzdem, warum er gesprungen ist. Das ist genau das, was ich nicht verstehe. Ich meine, wer kennt ihn besser als ich? Wir wohnen seit 12 Jahren zusammen. Da weiß man doch alles vom anderen. Hat viel Zeit zum Überlegen. Der Christian hätte sich nie das Leben genommen. Da muss irgendwas anderes dahinter stecken. Der Arzt, Frau Schmiedl, er ist außer Lebensgefahr. Gott sei Dank. Danke. Das ist doch schon was. Trotzdem würde ich ihn lieber ins Erdgeschoss verlegen. Mit dem Arzt, er heißt Clem, stehen Hubert und Staller im Gang. Der Patient ist seit 4 Tagen bei uns. Er hat eine TEP bekommen. Das ist eine totale... Künstliche Hüfte. Soweit sind wir schon drin im Thema. Krankenhauskoller, kann das sein? Das ist eher unwahrscheinlich nach 4 Tagen. Ja, hat er spontan noch ein bisschen verlängert. Halluzinationen? Ja, wenn so ein Schmerzcocktail richtig reinhaut. Die OP ist optimal verlaufen. Er hat nur geringe Dosen bekommen. Alkohol? Man weiß ja, dass im Krankenhaus gesoffen wird. Ja, das ist sowas meistens persönlich. Ah, die Arbeit ruft. Sie entschuldigen mich. Die Blonde nähert sich. Arbeit. Clem fängt sie ab und verlässt mit ihr den Gang. Staller entfernt einen Schlauch vom Venenzugang an Langers Hand. Im Mund hat Staller eine kleine Spritze. Hubert steht vor der offenen Tür. Hast du's bald? Was machst du denn da? Die haben doch da immer noch sowas zum Sprühen. Ja, komm, scheiß drauf. Staller klopft gegen die Spritze. Wahnsinn, da ist keine Nadel dran. Wenn du das besser weißt, dann machst du es halt selber. Spinnst du, das war deine Idee, also machst das du. Weil du kein Blut sehen kannst. Ja, genau deswegen. Was machen Sie hier? Eine Brünette. Erst Hilfe. Hat er geschrien. Geht ihm aber schon wieder viel besser. Den Schlauch hat er sich rausgezogen. Die Schwester beugt sich über Langers Hand. Ja. Die Ermittler gehen. Herr Langer, können Sie mich hören? Hubert und Staller kommen in die Pathologie. Staller zieht die Spritze aus der Brusttasche. So, Frau Dr. Licht, da hätten wir eine Blutprobe praktisch noch warm. Sag mal, spinnst du? Hey, das bringe ich nie wieder raus. Scheiße, Anja, hast du vielleicht ein bisschen Salz? Salz ist ja kein Rotwein. Nicht reiben, das macht's nur schlimmer. Hubert geht zu einem Waschbecken. Staller legt die gefüllte Spritze ab. Drogen, Alkohol, Medikamente, Ernährung, Depression, ganze Programm. Ja, ist klar. Und sein Lieblingsverein findet er auch noch raus mit der Probe. Und der ist einfach so aus dem Fenster gesprungen? Ja, fröhlich war der auch noch dabei. Komisch, vor 2 Wochen, da hat sich ein Patient in die Einfahrt gelegt, super euphorisch, und hat dem Krankenwagenfahrer immer wieder gesagt, er soll über ihn drüber fahren, er hätte super Kräfte. Und? Hat's gestimmt? Ach, Schmarrn, der hat sich nach ein paar Minuten wieder beruhigt. Mehr war dann auch nicht. Ganze Hosen ist versaut, hey. Im Revier stehen die Ermittler vor Gerwitz. Wann ist denn jetzt wieder mit dem Kollegen Riedl zu rechnen? Ich meine, eine Trinkkur unter ärztlicher Aufsicht. Wo gibt's denn sowas? Im Krankenhaus. Ah ja. Und wie geht's ihm? Ja, der war ja... Ich bin jetzt kein Arzt, also. Das heißt, können Sie einen geraden Satz sagen über den Zustand Ihres Kollegen? Da haben Sie es ein bisschen anstrengend. Der Riedl! Also, dem geht's super, also. Im Gegensatz zu dem, der aus dem Fenster gesprungen ist. Aus dem Fenster gesprungen? Ja. Jetzt lassen Sie doch nicht alles einzeln aus der Nase ziehen. War es ein Unfall? Ja, ein Patient ist aus dem Fenster gesprungen. Ja, gesprungen, nicht geschubst. Gesprungen, wie es ausschaut, freiwillig. Ja, also ich glaube das nicht. Warum nicht? Und kommen Sie mir jetzt ja nicht wieder mit Ihrem 7. Sinn, nicht? Herrgott, Staller, manchmal drehen Menschen einfach durch. Nur weil wir hier unsere Nerven immer im Griff haben, muss das ja nicht heißen, dass das bei allen so ist. Also. Die Frau Dr. Licht hat angedeutet, dass es möglicherweise kein Einzelfall war. Was heißt das jetzt schon wieder? Ja, dass da schon andere sich vielleicht ein bisschen komisch verhalten haben. Ein bisschen komisch? Geht das auch ein bisschen genauer? Ja, der hat sich einer vor den Krankenwagen gelegt und den Fahrer aufgefordert, dass der über ihn drüber fährt. Oh. Gerwitz sieht vor sich hin. Naja, meine 2 Lebensmüde in einem Krankenhaus, das ist doch noch irgendwie im Rahmen, oder? Ach, das ist nix. Außerdem ist ja noch keiner tot. Ja, noch. Das kann sich aber jederzeit ändern. Ja, mysteriöse Todesfälle im Wolfratshauser Krankenhaus. Wollen Sie das lesen?
Ja, stimmt auch wieder. Haben wir noch offene Fälle? Ich meine, wichtige offene Fälle? Nein, gar nichts. Ja, dann kümmern sich drum. Gut. Die beiden verlassen das Büro des Chefs. Im Dienstzimmer sitzt Hubert am Schreibtisch. Staller geht auf und ab. Wenn einer von denen wirklich Dreck am Stecken hat, dann haben wir einen strategischen Vorteil. Aha. Und worin besteht der? Ein Riedel. Der Riedel und strategischer Vorteil. Ja, wir können nicht extra die Sonja anschießen, bloß dass wir gescheites undercover haben. Kurz schließt Hubert die Augen. Seit wann liegt denn der da stationär? Freitag. Der Volldepp. Wieso? Er macht am Wochenende krank. Ja, hat aber mit Sicherheit schon einiges aufgeschnappt. Papa Zillen. Der Streifenwagen hält vor Rattlingers Bäckerei. Drinnen. Staller holt Bierflaschen aus einem Kühlregal. Nimm halt ein Tragerl. Kann doch nicht mit dem Kasten Bier ins Krankenhaus reinmarschieren. Bist sicher, dass das hilft? Ja, ich trinke Weißbier und hab noch nie Probleme mit der Niere gehabt. Wahrscheinlich das einzige Organ, was bei dir funktioniert. Ja, macht sie eine Party? Nein, ein Krankenbesuch. Du, ich hab ganz höflich gefragt. Ich hab höflich geantwortet. Hast du vielleicht irgendwas, wo das drin kühl bleibt? So eine Box, ja freilich. Sabrina entfernt sich. Sag mal, wie groß wird denn eigentlich so ein Nierenstein? Keine Ahnung, irgendwas zwischen Erbse und Zitrone. Zitrone? Das brennt doch, das muss da unten wieder raus. Ja, musst du nicht vorher zertrümmern, natürlich. So, dala. Perfekt. Sabrina öffnet den Deckel einer Styroporbox. Hubert und Staller legen die Bierflaschen hinein. Im Krankenhaus. Die Ermittler kommen zu zwei Sanitätern und einer Frau mit Klemmbrett in den Aufzug. Staller stellt die Box neben eine identische auf einen Rollwagen, der zwischen den Sanitätern und den Polizisten steht. Die Tür öffnet sich. Einer der Sanitäter nimmt eine Box. Gefolgt von seinem Kollegen verlässt er den Aufzug. Staller lächelt der Frau zu. Die Ermittler kommen den Gang entlang. Staller trägt die Box. Zu Schmiedl, die vor einem Zimmer sitzt. Und? Hat er sich schon mal gerührt? Er ist aber stabil, sagt der Arzt. Ja, in dem Zustand kann ihm wenigstens nichts passieren. Was soll für das mit dem Hals und Beinbruch. Danke. Die Polizisten gehen weiter. Die blonde Schwester kommt. Entschuldigung, wollten Sie uns noch was sagen? Wann? Vorhin, weil Sie so geschaut haben. Nein. Also, alles, was ich weiß, habe ich Ihnen eigentlich schon gesagt. Ja. Also, wenn Ihnen doch noch was einfällt, also wenn Sie mal reden wollen, sowas ist doch mit Sicherheit eine Mordsbelastung. Er gibt dir seine Karte. Clem nähert sich. Tut mir leid, da kann ich Ihnen wirklich nicht weiterhelfen. Sie gibt Staller die Karte zurück. Das Mädel steht aber noch gewaltig unter Schock. Ja, kein Wunder. Ein Suizidversuch, quasi in nächster Nähe. Ist aber nicht ansteckend, oder? Jetzt frage ich Sie mal als Arzt. Wenn man sowas erlebt, kann das sein, dass die Seele da allerhand verdrängt? Wie meinen Sie das? Ja, wir haben den Eindruck, sie weiß mehr, als sie erzählt. Tatsächlich? Ja, aber so eine Blockade, die löst sich ja. Da haben wir schon unsere Tricks. Er geht. Beunruhigt zieht Clem ihm nach, dann blickt er zu Hubert. Der folgt seinem Kollegen. Im Krankenzimmer liegt Riedel im Bett und liest eine Zeitschrift. Hubert und Staller kommen herein. So, grüß Gott. Servus. Herr Riedel. Folgendes, jetzt hätten wir doch noch ein paar Fragen an Sie. Was? Können Sie uns vielleicht einmal 5 Minuten allein lassen? Ja klar, mache ich sofort. Sein bandagiertes Bein ist hochgelagert. Ja, was ist jetzt? Gehen wir. Hubert schiebt den Mann im Krankenbett in den Gang. Hey! Sie können doch nicht einfach das Bett hier rausschieben. Von innen schließt der Polizist die Tür. Grinsend reicht Staller Riedel die Styroporbox. Ist das für mich? Überraschung. Was ist denn da drin? Ja, mach halt auf. Okay. Riedel hebt den Deckel, greift hinein und hält ein eingeschweißtes Stück Fleisch. Eine Niere. Hubert nimmt es ihm aus der Hand, wirft es wieder in die Box und verlässt damit das Zimmer. Unbeholfen lächelt Staller Riedel an. Mit der Box steht Hubert vor dem Aufzug. Die Tür öffnet sich. Drinnen steht der Sanitäter mit der anderen Box. Die Männer fixieren sich. Hubert stellt seine Box auf die andere und zieht an der unteren. Schnell packt der Sanitäter die obere. Der Aufzug schließt sich.
Im Krankenzimmer holt Riedel eine Bierflasche aus der Box. Mein Zimmernachbar? Na, der weiß nicht, was ich mache. Der ist ja gerade erst eingeliefert worden. Und was ist das sonst noch irgendwer? Na? Sehr gut. Und du sorgst jetzt dafür, dass die Sache so bleibt. Du arbeitest nämlich ab jetzt undercover für uns. Okay, und wenn jetzt jemand fragt, was ich beruflich mache? Ja, da denkst du irgendwas aus. Und was? Ja, was denn immer werden wollte, jetzt der Feuerwehrmann, Friseur, was weiß ich. Polizist? Nein, nein, das wäre ganz schlecht. Also pass auf, ist dir da herin irgendwas aufgefallen? Na, wobei, irgendwie, ich kann essen, was ich will und habe trotzdem schon 3 Kilo abgenommen. Ja, das ist eine Information, die hilft uns wahnsinnig weiter. Pass auf, von allem, was du da herin kriegst, nimmst du ab jetzt Proben. Essen, Trinken, Medikamente, das ganze Programm. Okay, der Witzer. Ja. Riedel öffnet die Flasche und trinkt. Ja, das hat dem Opa vom Hansi auch gut getan, bevor er gestorben ist. Und was ist denn der gestorben? Nierensteine, ja, der war schon 95. Der war schon 95. Schnell trinkt Riedel weiter. Die Ermittler kommen in den Gang. Jetzt haben wir ihm keine Tüten für die Proben da lassen. Hallo? Der wird ja noch irgendein Behältnis auftreiben. Die Brünette? Herr Wolfram, was machen wir denn hier draußen? Gar nichts. Der Polizist. Der Polizist. Da draußen umeinander turnen und dann andere verantwortlich machen. Wo gehört denn der hin? Sie zeigt zum Zimmer. Und keine Eskapaden mehr. Wir bleiben ab jetzt im Zimmer, ist das klar? Aber ich. Aber hat heute Pause. Ja. Sie schieben Wolfram hinein. Upsi. Staller läuft den Gang entlang. Mit einem Tablett kommt die Blonde ins Krankenzimmer. Na, wie geht's uns denn heute? Sie reicht Wolfram und Riedel einen kleinen Becher. So, damit wir sie beide bald wieder loswerden. Wolfram streckt die Zunge heraus. Also, ich könnte schon noch ein bisschen aushalten hier bei der netten Pflege. Sie blickt zu Riedel. Schön runter damit. Sie wollen doch nicht daran schuld sein, wenn morgen schlechtes Wetter wird. Oder? Riedel schluckt, dann öffnet er den Mund. Ah. Brav. Also, bis später. Die Schwester verlässt das Zimmer. Riedel steckt sich einen Finger in den Mund. Sie fix. Was ist denn? Ich wollte die aufheben. Du hast Ärger mit der Polizei? Die wollten nur was von mir wissen. Hast du was angestellt? Ja, Schwerverbrecher wirst ja nicht sein. Sonst hätte man dich ja nicht mit mir hier allein lassen. Ich bin ein Heiratsschwindler. Heiratsschwindler? Wow. Echt so mit Weiber gefügig machen und dann abzocken und so. Mhm. Oh, krass. Dann hast du ja bestimmt voll die geniale Masche drauf, wie man eine rumkriegt, oder? Ja, da lernst du schon ein paar Kniffe über die Jahre. Kannst du mir da vielleicht einen Tipp geben? Um wen geht's denn? Ja, um wen wohl? Die Schwester. Was, die Conny? Quatsch, die von eben. Schwester Petra. Hilfst du mir? Ja. Wolfram lässt den Kopf aufs Kissen sinken und lächelt glücklich. In kurzem Schlafanzug und Bademantel betritt Riedel den Gang. Er schwankt etwas. Ein Arzt steht bei Petra. Ich bin der Letzte, der dafür kein Verständnis hätte. Jeder macht mal Fehler. Aber ich finde, dann muss man auch dazu stehen, ja? Glauben Sie mir doch, ich würde das doch zugeben. Wieso sollte ich Sie denn anlügen? Der Arzt bemerkt Riedel. Gut, so machen wir das. Ja? Und geht. Riedel schließt den Bademantel. Petra kommt zu ihm. Herr Riedel, alles in Ordnung? Ja, bei mir schon. Aber Sie müssten sich nur mal kurz meinen Zimmernachbar anschauen. Gefolgt von Riedel eilt Petra ins Krankenzimmer. Herr Wolfram, können Sie mich hören? Sie tätschelt ihm die Wangen. Geht's Ihnen gut? Er öffnet die Augen. Jetzt, wo Sie da sind, geht's mir schon viel besser. Aha. Petra richtet sich auf und stützt die Hände in die Hüften. Sie haben ein so tolles Parfum, damit könnten Sie Tote aufwecken. Ich trage gar kein Parfum. Sie riecht an ihrem T-Shirt. Stinke ich etwa? Sie duften wie ein Morgenwind. Also ich meine, wie der Wind, wenn er morgens über die Felder hinwegzieht und den Hauch des Feldes hinwegzieht. Der frisch gedüngten Felder, oder wie? Ersparen Sie mir bitte den Rest Ihrer Pseudopoesie. Ja, und außerdem ist so eine hübsche Frau bestimmt schon vergeben. Oh, danke.
Ja, wenn sie nicht sogar schon verlobt ist. Wobei, Ring sehe ich jetzt gar keinen. Sie holt einen aus der Tasche. Bei der Arbeit darf ich ihn leider nicht tragen. Ja, sehr schön. Ja, wirklich sehr schön. Und der Verlobte, der arbeitet auch hier? Nein, der ist von außerhalb. Ja, den hat er sich aber bestimmt einiges kosten lassen, ha? Sie scheinen sich auszukennen mit Schmuck. Und Frauen. Petra geht. Entschuldigend hebt Riedel die Arme. Wolfram schaut traurig. Im Dienstzimmer steht Sonja neben Hubert, der auf den Bildschirm blickt. Staller sitzt ihnen gegenüber. Wahnsinn. 15.000 Tote im Jahr durch Krankenhauskeime. Was soll das sein, Krankenhauskeime? Nosokomiale Infektion. Kann man sie stationär oder ambulant einfangen? Das sind richtig miese, multiresistente Keime. Lungenentzündung, Harnwegsinfektion. Da erkranken jedes Jahr 500.000. Ja, weil nirgendwo mehr gescheit geputzt wird. Was hast du denn da? Ach so, von Anja. Ein Blatt Papier. Auffällige Werte im Blut von Christian Langer, den Rest gerne persönlich. Staller bindet ein Taschentuch über Mund und Nase. Staller, was soll das? Ja, Krankenhauskeime. 15.000 sterben da im Jahr. So gehen Sie mir aber nicht vor die Tür, ist das klar? Hier, Kekse. Na, Kekse mögen wir nicht. Die sind für Riedel, selbst gebacken. Sie backen, Herr Girlitz. Ja, so weit kommt's noch, nicht? Im Streifenwagen. Was denn? Staller jetzt ohne Tuch. Ich kann mir nicht helfen, aber die Kekse davon, die schmecken überhaupt nicht. Da kein Mensch verlangt, dass du immer alles in dich reinfressen musst. Was heißt immer? Und was heißt alles? Naja, das ist ja wurscht bei dir, ob es Vogelfutter ist oder Bonbons, wird alles sinnlos reingestopft. In der Pathologie sitzt Hubert auf dem Seziertisch. Staller steht neben Anja. Culinea moderatio wirkt appetitzügelnd und Affectus retard ein Stimmungsaufheller. Beides in sehr hohen Konzentrationen. Wer verschreibt denn sowas? Kein seriöser Arzt. Den Appetitzügler haben sie vor gut 10 Jahren vom Markt genommen, weil er angeblich als Nebenwirkung Depressionen ausgelöst hat. Ja, logisch, wenn man Hunger hat, kriegt man schlechte Laune. Dafür braucht man nicht Medizin studieren. Die Nebenwirkungen wurden dem Medikament nie eindeutig nachgewiesen. Aber Sicherheitshaber haben es den Vertrieb damals eingestellt. Sie trinkt. Und das andere Zeug ist gegen Depressionen. Hey, du hast ja Zucker, bravo. Entschuldige, abnehmen und dabei gute Laune haben, das ist doch super. Stimmt, aber eine sehr schnelle Gewichtsreduktion ist aus ärztlicher Sicht immer kritisch zu sehen. Ach so, und in der Kombination? Nebenwirkungen eines Medikaments durch ein anderes ausgleichen zu wollen, das geht fast immer schief. Meine Oma, die hat am Schluss Tausende von bunten Pillen geschluckt. Ja, da hat überhaupt keiner mehr gewusst, was wofür ist, was wogegen. Ja, ich hab dann einmal die Weißen gegen Pfefferminz ausgetauscht. Und? Ja, gestorben ist trotzdem. Ach. Im Gang. Der Langer ist doch nicht dick. Man muss aus dick ein bisschen aufgefüllt. Ja, aber deswegen nimmst du doch kein Schlankheitsmittel. Das stimmt. Und dass der zwei Medikamente miteinander kombiniert, die kriegt er bei uns gar nicht. Ja, vielleicht hat er es im Internet bestellt, in Asien, Timbuktu. Timbuktu ist in Afrika. Aus irgendeinem Grund muss er es geschluckt haben. Vielleicht hat er es nicht freiwillig geschluckt. So, als Versuchskaninchen. Die Ermittler stehen vor Wolfram. Der trägt Kopfhörer. Na, kleiner Mops. Der wird das Mittagessen wohl die nächsten Tage ausfallen. Grinsend bewegt Wolfram den Kopf zum Takt der Musik. Nein, er wird nichts. Staller wendet sich zu Riedel. Also? Ja, eigentlich nichts Besonderes. Es gab halt einen Streit zwischen der Schwester Petra und dem Dr. Schwarz. Was denn für ein Streit? Ja, keine Ahnung. Die haben sofort aufgehört, wie sie mich gesehen haben. Was ist denn eigentlich mit deinen Medikamentenproben? Ich konnte da nichts aufheben. Die passen ja immer auf, dass man alles schluckt. Tu mir den linken Arm her. Wieso? Ja, wir brauchen ein bisschen Blut von dir für die Anja. Warum? Stimmt was nicht? Es kann sein, dass die da Experimente machen mit Übergewichtigen. Was wolltest du denn von mir? Staller schnipst gegen eine Spritze. Clem sitzt an einem Doppelschreibtisch. Hinter ihm 2 Couchen, eine ist mit Folie abgedeckt. Ja? Staller betritt das Zimmer. Ah, guten Morgen, Herr Doktor. Sein Kollege folgt ihm. Oh, das ist immer eine Scheißarbeit mit der Abkleberei da, gell? Ja, das machen bei uns die Handwerker. Hubert hält einen Zettel. Ja, Culinea Moderatio und Affectus Retard. Wer verschreibt sowas, immer miteinander? Eine solche Kombinationsmedikation ist grundsätzlich nicht indiziert. Staller spielt mit dem Modell eines Schädels. Was heißt das? Die beiden Medikamente gleichzeitig. Das geht nicht. Ach so, wie kommt es dann in den Herrn Langer rein? Wir sind ein Krankenhaus.
Kein Hochsicherheitsgefängnis. Können Sie einschleusen, was Sie wollen? Im Gang. Zugriff auf die Medikamente haben Dr. Klemm und Dr. Schwarz und meine Wenigkeit. Sie laufen den ganzen Tag mit dem Schlüssel rum und wenn Sie was brauchen, dann holen Sie das. Das wäre nicht gerade effizient. Jeden Morgen gibt es einen Plan, welcher Patient welche Dosis von welchem Medikament bekommen soll. Und die kommen dann zur Medikamentenausgabe. Für die Weitergabe an die Patienten sind die diensthabenden Krankenschwestern zuständig. Mhm. Und welche war das beim Langer? Schwester Petra. Aber nochmal, die Medikamente, die im Blut von Herrn Langer gefunden wurden, die gibt's hier gar nicht. Hat die heute Dienst, die Schwester Petra? Die hatte schon Spätschicht und fängt in einer halben Stunde wieder an. Sie wird sich wohl im Schwesternzimmer hingelegt haben. Conny, die Brünette, drückt auf eine Taste im Aufzug. Schwester Petra? Die liegt unter einer Decke. Schlaft nur das Schneewittchen. Schwester Petra? Na komm, mix auf. Staller geht zu ihr. Leicht rüttelt er an ihrer Schulter. Hallo, Schwester Petra. Er schlägt die Bettdecke zurück. An ihrem Hals, auf dem Laken und der Decke ist Blut. Upsi, hörst du mir ganz schnell die Anja an, bitte. Im Zimmer hebt Riedl die Abdeckung von einem Essenstablett. Staller drückt sie hinunter. Riedl, das ist jetzt ganz wichtig. Der Streit vom Dr. Schwarz und der Schwester Petra, wie heftig war der? Ja, harmlos. Na, dann hat er die nicht umgebracht. Ja, oder hat einen ganz anderen Grund gehabt. Das soll das heißen, die Schwester Petra ist ermordet worden? Da herin? Ja. Das ist aber tragisch. Wieso? Ja, weil sie sich gerade erst verlobt hat. Woher weißt du denn das? Ja, weil sie mir ihren Verlobungsring gezeigt hat. Wieso zeigten die dir ihren Verlobungsring? Ist doch jetzt vollkommen wurscht. Mich interessiert's. Guten Appetit. Riedl nimmt die Abdeckung vom Tablett und greift zum Besteck. Mit den Ermittlern steht Anja vorm Schwesternzimmer. Todeszeitpunkt vor etwa einer Stunde. Keine Kampf- oder Abwehrspuren. Sie hat geschlafen, oder? Durchaus möglich. Am Hals sind Rückstände von einem Betäubungsspray. Dann ein sauberer Schnitt durch die Halsschlagader. Wie von einem Profi. Vielleicht von einem Profi mit einem Skalpell? Durchaus möglich. Dass das überhaupt geht, ohne dass man da irgendwas merkt. Ich sag's ja immer, hüte dich vor Menschen, die beruflich mit Skalpellen zu tun haben. Magst du zur Sicherheit gleich nochmal scheiden lassen? Du, von mir aus jeden Tag. Einen Ring hast du nicht gefunden, oder? Nein, Fingerabdrücke übrigens auch nicht. Sie drückt Staller ihre Einweghandschuhe in die Hand, nimmt zwei Koffer und geht. Staller inspiziert das Schloss eines Medikamentenschrankes. Hubert und Conny sind bei ihm. Also das war mit Sicherheit einer mit dem Brecheisen oder sowas Ähnlichem. Wann waren Sie das letzte Mal in dem Schrank? Na, vorhin. Vielleicht schauen Sie mal, ob irgendwas fehlt. Ja, ein Betäubungsspray zum Beispiel. Ja, tatsächlich, eins fehlt. Staller greift nach einer Flasche und spritzt sich etwas in den Mund. Das glaubt doch kein Mensch, dass wegen so ein bisschen ein Das wirkt binnen Sekunden. Sie nimmt die Flasche. Ach so, ja, dann kann es ja praktisch jeder in dem Krankenhaus gewesen sein. Ja, oder hat einer einen Schlüssel gehabt und wollte von sich ablenken. Oder einer hat einen Schlüssel gehabt und wollte von sich ablenken. Ja, genau. Was waren die Schwester Petra für ein Mensch? War allgemein beliebt, ein echter Sonnenschein. Hat die einen Freund gehabt? Ob sie einen Freund gehabt hat? Nee, davon weiß ich nichts. Und eigentlich entgeht mir hier im Haus nicht so viel. Das kann man sich vorstellen. Die Schwester verdreht die Augen. Im Gang kommt Conny mit einem großen gelben Sack zu den Polizisten. Ob das alles ist? Ja, heute gab es bisher zwei Operationen, beide durchgeführt von Dr. Schwarz. Aber Vorsicht, das ist hochinfektiös. Zögernd nimmt Staller den Sack. Im Arztzimmer sitzen Klemm und Schwarz auf einer Couch. Vor Schwarz eine weiße Tasse mit dem Schriftzug Chef. Vor Klemm eine schwarze mit der Aufschrift The Boss. Die Ermittler stehen vorm Schreibtisch. Kernkompetenz, was soll denn das heißen? Weil jemand im Krankenhaus ums Leben kam, war es einer von den Ärzten. Ja, der Hausmeister ist selten schuld, wenn einer vom OP-Tisch in die Pathologie wandert. Ja. Wir sind Ärzte, wir sind dazu da, Leben zu verlängern, nicht zu beenden. Klingt super, theoretisch. Hat einer von Ihnen eigentlich die Schwester Petra näher gekannt? Kurz sieht Schwarz zu Klemm. Wie meinen Sie das, näher bekannt? Genauso wie man es fragen. Wenn man täglich so ein hübsches Ding sieht, dann kann man seine Gefühle schon manchmal schlecht steuern. Ach, wollen Sie uns jetzt noch einen Mord aus Eifersucht oder verschmähter Liebe anhängen? Gar keine schlechte Idee. Der Pilot mit der Stewardess, der Arzt mit der Krankenschwester. Noch billige Klischees. Wo waren Sie denn eigentlich in den letzten zwei Stunden? Also, falls Sie mich meinen, ich
war im OP. Und Sie? Visite dann Büro. Gibt's dafür Zeugen? Ich hatte Papierkram zu erledigen. Mein Gott, da nehme ich doch keinen Aufpasser mit. Staller wirft einen Gummiball zu Clem. Was ist jetzt völlig verrückt geworden? Jetzt reicht mir aber! Jetzt kommst du mal ein bisschen runter. Raus! Hubert geht zum Tisch und nimmt die Tassen. Wiederschauen. Was ist denn, der jetzt mit dem Brick kommt? Was denn, der spielt nicht gern. Sie verlassen das Zimmer. In der Pathologie sitzt Anja am Computer und tippt. So, Anja, ein Sack OP-Müll von heute in der Früh. Ja und? Ja, wenn ich der Mörder wäre, dann würde ich da drin vielleicht die Handschuhe entsorgen. Vielleicht findest du da noch ein bisschen Blut vom Opfer. Sie steht auf. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt, wenn ihr hier im Haus seid. Die Hemmschwelle, mir eine Sache nach der anderen aufzutischen, ist sonst irgendwie größer. Mhm. Hätten wir noch Vergleichsproben? Die weiße ist vom Dr. Schwarz, die schwarze ist vom Dr. Klemm. Kannst du es merken? Dr. Klemm und Dr. Schwarz sind eure Verdächtigen. Genau. Was machen die Werte vom Riedl? Der Riedl hat also einen Promillewert von 0,9. Wohlgemerkt im Krankenhaus den gleichen Wirkstoffmix im Blut wie Christian Langer. Sag mal, spinnst du? Das sagst du so nebenbei. Ja, Entschuldigung, eins nach dem anderen halt. Auf geht's, der Riedl steht vielleicht kurz vorm Abflug. Die Ermittler kommen ins Krankenzimmer. Mit Bierflasche in der Hand sitzt Riedl auf dem Sims eines offenen Fensters. Ja, servus. Servus, Riedl. Ist's okay? Ja, logisch, was soll denn sein? Du hast dir mal gefallen und gehst mal von dem Fensterbrett runter. Wieso ist das super da in der frischen Luft? Er trinkt. Martin, jetzt denk doch bitte mal an deine Familie. Wieso? Ja, wenn du jetzt da runterhupfst. Wieso soll ich jetzt da runterhupfen? Edel, hast du schon deine Tabletten gekriegt? Ja. Ein Bier dazu? Ja. Du weißt, wenn man Medikamente mit Alkohol kombiniert. Ja, schon drunter jetzt immer noch! Hubert und Staller stürzen zum Fenster. Das Sims ist leer. Sie blicken herunter. Hallo? Auf dem Dach liegt die Bierflasche. Unten auf einem Haufen Kartons Riedl. Das hat doch jetzt nicht sein müssen. Langsam dreht er sich vom Bauch auf den Rücken. Wie schaut's aus, Riedl? Spürst du was? Ja, mein Arm tut ziemlich weh. Kommt gleich wer vorbei. Staller entfernt sich. Hubert winkt Riedl, der sich den linken Arm hält. Schmiedl sitzt neben Langer am Bett. Die Beamten stehen auf der anderen Seite. Und Sie sind sicher, dass der schon wach war? Bis vor 5 Minuten, ja. Na, das haben wir gleich. Hallo! Was machen Sie denn da? Staller hat Langers Arm hochgerissen. Hubert steckt dem Patienten den Clip wieder an den Finger. Vorwurfsvoll blickt er zu seinem Kollegen. Langer öffnet die Augen und blinzelt mehrmals. Herr Langer, hier spricht die Polizei. Hubert hebt eine Hand. Verwirrt sieht Langer ihn an. Wissen Sie noch, warum Sie da runtergekupft sind? Nein. Ich weiß nur noch, dass ich mich irgendwie so leicht gefühlt habe. Und fröhlich. Ihre Tabletten, haben Sie die immer von der Schwester Petra gekriegt? Petra, so hat die geheißen, glaube ich. Ist Ihnen was Besonderes aufgefallen? Hübsches Mädchen. Na, die Tabletten. Mir ist das recht viel vorgekommen. Aber sie hat gemeint, das sind halt die notwendigen Schmerzmittel und harmlose Vitaminpräparate. Die Ermittler schauen sich an. Schmiedl streicht Langer übers Haar. Im Gang. Die Schwester Petra hat das Zeug verteilt. Ja, und einer von den Ärzten war der Dealer. Nach dem Fenstersturz hat's nicht mehr mitmachen wollen. Dann haben sie es umgebracht. Ein Arzt! Wir brauchen einen Arzt! Intensivstation! Hinter einem Bett verstecken die beiden sich. Ein Mann in Weiß läuft an ihnen vorbei. Im Arztzimmer schaut Hubert Akten durch. Staller kniet neben dem Schreibtisch. Der hat das Zeug mit Sicherheit nicht irgendwo im Medikamentenschrank. Der wäre ganz blöd bei der Oberschwester. Ja, das meine ich doch. Clem öffnet die Tür. Was machen Sie hier? Wir suchen Kontakt. Kontaktlinsen, der Kollege hat seine Kontaktlinsen verloren. Ja, hier beim Dr. Schwarz muss... In meinem Schreibtisch. Das ist Ihre? Ja,
Er sieht ja nichts, er ist blind wie ein Maulwurf. Staller blinzelt. Clem nickt leicht, dann deutet er zur Tür. Bitte? In Girwitz Büro. Hubert und Staller sitzen vor dem Chef. Also dann diente der Mord an der Krankenschwester der Verdeckung einer Straftat? Na, oder es ging ums Geld. Ich meine, zum Spaß testet er sein Zeug da nicht. Schlimm. Ja, die Tabletten Großkonzerne, also international, machen die ja vor nix halt. Also die testen, wo sie können. Ja, das ist mal die Kirche in meinem Dorf. Wie ist denn aktuell die Beweislage? Die Beweislage ist... Ja, ist alles angeleiert. Also die Anja testet, analysiert, was das Zeug hält. Also. Ja, und der Riedl, wie macht der sich? Gesundheitlich gut und sonst... Ja, jede Menge Aufträge. Also der arbeitet ja quasi im Untergrund. Also Tag und Nacht. Im Krankenzimmer sitzt Riedl auf dem Bett und trinkt aus einer Bierflasche. Er stellt sie ab. Sein linker Arm ist bandagiert und liegt in einer Schiene, die mit Gurten an seinem Oberkörper befestigt ist. Mühsam erhebt er sich. Mit geschlossenen Augen und geöffnetem Mund liegt sein Zimmernachbar im Bett. Riedl geht an ihm vorbei. Im Gang entdeckt er einen Umzugskarton auf einem Stuhl. Kurz zieht Riedl sich um. Er öffnet den Deckel und schaut hinein. Schwarz kommt aus dem Arztzimmer. Was machen Sie da? Das ist privat. Entschuldigung, ich war nur gerade auf dem Weg zum Klo und da bin ich gegen Ihre Kiste gestolpert. Meine Güte, haben Sie eine Fahne. Kotzen Sie mir bloß nicht rum hier. Schwarz nimmt den Karton und geht. Riedl hält die Hand vor den Mund und haucht hinein. Im Revier sitzt Sonja mit Handy am Ohr im Vorraum. Hubert und Staller kommen. Warte mal kurz. Ich hab den Riedl dran, der faselt irgendwas von einem Umzugskarton. Will er umziehen? Nein, also der ist im Krankenhaus und hat einen Umzugskarton gefunden vor dem Arztzimmer. Von wem nochmal? Dr. Schwarz. Und als er in diesen Karton reingucken wollte, kam dieser Dr. Schwarz total unfreundlich geworden und hat den Karton weggenommen. Sagt euch das was? Ja. Wo wohnt denn der Dr. Schwarz? Moment. Mit Smartphone am Ohr steht Staller vor einem Einfamilienhaus. Grüß Gott. Stuller. Dr. Stuller, Bundesgesundheitsministerium. Ich hätte gern den Dr. Schwarz, hätte ich gern gesprochen. Was? Ja, gut, danke, der operiert. Hast du deine Nummer unterdrückt? Geht es? Hubert geht zum Haus, sein Kollege folgt ihm. Mit einem Dietrich hantiert Staller an einem Türschloss. Hubert lehnt neben ihm. Ist doch logisch, bei sich daheim im Hobbykeller, da fällt es am wenigsten auf. Als Kind haben sie mich in einem Kartoffelkeller eingesperrt, wenn ich frech war. Aha. Hast du recht Angst gehabt? Nein, ich war froh, dass er mal herkommt. Die Tür springt auf. Die Ermittler betreten den Keller. Im Revier kommt Sonja in das Büro ihres Chefs. Herr Girwitz, jetzt ist ein Notruf eingegangen. Ja, aber das ist doch nicht das erste Mal. Nicht? Da rufen Sie Robert und Staller. Ja, die erreiche ich nicht. Und Riedl ist... Auf Trinkkur, ja. Ja. Ja, gut. Aber ich fahre. Ja, wer denn sonst? Die beiden gehen hinaus. Staller öffnet eine Tür. Hubert schaltet das Licht ein. In einer Waschküche steht der Karton. Da ist doch. Staller öffnet ihn und holt einen Herrenslipper heraus. Na, typisch, Schuhe mit hohem Absatz. Ja und? Der hat einen Komplex, unser Herr Dr. Schwarz. Ach so, das passt ja. Und mit seinen Experimenten, da möchte er dann ein großer Mann werden. Wie der Napoleon. Ja, der war nicht klein. Der war winzig, der war so. Ja, damals waren aber die Menschen alle nicht so groß. Sag mal, hast du überprüft, ob der allein wohnt? Wie denn? Ist das bei dir beginnende Demenz oder was ist das? Hektisch laufen die beiden umeinander herum. Mit Pistole kommen Sonja und Girwitz zur Waschküche. Zwei Geschirrhandtücher an einer Leine verdecken die Ermittler nur halb. Versteckt ihr euch gerade? Sie lugen hervor. Nein. Hubert Staller, was machen Sie da? Wir ermitteln. Ach, seid ihr auch wegen dem Einbruch hier? Ja. Wegen dem Einbruch. Der Einbrecher ist schon weg. Moment. Woher wussten Sie überhaupt? Ich dachte, Sie haben die beiden nicht erreicht. Hab ich doch auch gar nicht. Instinkt. Erfahrung. Also, wir sind da vorbeigefahren. Und dann sind wir rein. Haben Sie die Einbrecher? Nein. Der Streifenwagen fährt auf einer Landstraße. Am Horizont die Alpen. Jetzt fahren wir zum Klemmen, oder was? Was sonst? Schalt dir mal bitte das Blaulicht ein. Das geht schon lange nicht mehr. Wir müssen aber beim Klemm sein, bevor der vom Schwarz erfährt, dass wir bei dem im Keller waren. Dann fahr halt einfach schneller. Das Auto hält vor einer Garage neben einer Villa.
Die Beamten steigen aus. Hubert geht zu einem grauen Kasten neben einem Treppenaufgang. Was machst du? Goldene Einbrecherregel, immer erst klingeln. Ja, und jetzt? Bitte? Hubert deutet zur Villa. Grinsend holt Staller den Dietrich aus der Brusttasche, läuft an der Garage entlang und biegt um eine Ecke. Hubert folgt ihm. Auf einem Tisch stehen zwei rot beleuchtete Glaskäfige mit je einer weißen Ratte. Hubert schaltet das Licht ein. An der Wand lehnt ein Skelett. Da hat aber einen großen Chemiebaukasten. Vor den Käfigen sind mehrere braune Flaschen, eine Waage und ein Mörser. Weißes Pulver ist über den Tisch verteilt. Staller inspiziert rot-weiße Kapseln. Hubert blättert in einer Krankenakte. 2,4 Kilo hat er bloß abgenommen, der Riedl. Was? Das fällt ja bei dem gar nicht auf. Doktor, Nebenwirkungen, leichte Verstimmung. Und dann wirkt euphorisch Dosis sinken. Das ist für mich ein ganz klarer Beweis, oder? Hubert klappt die Akte zu und wirft sie auf den Tisch. Er beugt sich zu einer der Ratten. Ja, wo bist du denn verhängen? Staller findet ein Schreiben. Ja. Nach erfolgreich durchgeführten klinischen Tests, ein marktreifes Präparat, bieten wir Ihnen, wie viel Nullen hat eine Million? Ich weiß nicht, auf meinem Kontoauszug war noch gar nicht drauf. Ach so, einfach zwei Medikamente zusammenmixen. Na ja, da muss man auch erst drauf kommen. Ja, und wenn was schief läuft, dann darf es keine Mitwisser haben. Staller legt das Schreiben weg und entdeckt ein Foto. Schau mal da, Schwester Petra. Mit Clem. Wegen einer Million, da bringt er nicht meine Freundin um. Du hast doch gar keine Freundin. In der Pathologie holt Anja mit einer Pinzette blutverschmierte Einweghandschuhe aus einem Beweismittelbeutel. Auf einem steht 100% latexfrei. Anja greift zum Telefonhörer. Upsi. Bei den Handschuhen aus dem OP, da war ein auffälliges Paar dabei. Die Ermittler mit Clem im Arztzimmer. So, Herr Doktor, da hätten wir schon mal den Nachweis über die Medikamente, die wir im Blut vom Christian Langer und vom Kollegen Riedl gefunden haben. Interessant. Die Blutwerte stammen nämlich von diesen Pillen. Was sollen das für Pillen sein? Die gehören doch Ihnen. Bei Ihrer Verlobten, da waren Sie ja noch nicht ganz sicher, ob die dicht hält nach dem Fenstersturz. Und da haben Sie es eiskalt ermordet. Weil Sie wollten natürlich nicht, dass das rauskommt. Dass Sie da an ahnungslosen Patienten umeinander pfuschen. Die Pillen sind völlig harmlos. Aber ein bisschen blöd sind's schon. Wenn man wen umbringt mit dem Skalpell, da legt man das Messer nicht zurück in den Schubladen. Das ist ein klassischer Anfängerfehler. Außerdem, vor dem Mord, da gab's genau zwei OPs. Und beide vom Dr. Schwarz. Hat Ihr erbärmlicher Vortrag auch einen Inhalt? Oder? Ja, Sie haben eine Latexallergie, deswegen operieren Sie mit speziellen Handschuhen. Und dummerweise haben wir genau diese Handschuhe nach dem Mord im OP-Müll gefunden. Clem stürmt hinaus. Die Polizisten folgen ihm. Riedl geht den Gang entlang. Riedl! Der dreht sich um und schlägt Clem mit seinem geschienten Arm nieder. Entschuldigung, Riedl. Hubert und Staller kommen zu Clem, der auf dem Rücken liegt. Blut rinnt ihm aus der Nase. Mit Blick zu Riedl. Wirklich abgenommen hat es der aber nicht. Das war Hubert und Staller. Klinisch tot aus dem Jahr 2015. In weiteren Rollen Paul Sedlmeier als Riedl, Annette Fleischer als Sonja, Karin C. Tietze als Sabrina, Klaus Obalski als Langer, Tamara Barth als Schmiedl, Jan Messutat als Clem, Jessica Börs als Petra. Drehbuch Alexander Söllner, Regie Sebastian Sorger. Eine Hörfilmproduktion des Bayerischen Rundfunks. Text Mareike Hülsmann. Redaktion Heide Völz und Bernd Benecke. Tonmischung Florian Mayhöfer. Sprecher Peter Veit.